Hi, ich bin Angel Kassel. Willkommen zu meinem Tutorial. Ich zeige euch hier, wie man mit zwei ganz einfachen Programmen eine animierte Reiseroute erstellen kann. Ich habe den Route-Generator und den Windows Movie Maker dafür benutzt. Ihr könnt das Video der Reiseroute auch mit dem Route-Generator allein erstellen. Allerdings ist da dann die Bildqualität nicht besonders. Die Schrift der Karte wird dann meist ziemlich pixelig. Deshalb kommt bei mir auch noch der Movie Maker zum Einsatz und man kann hinterher dadurch auch noch Geräusche und Musik einfügen. So, ich habe schon mal den Route-Generator geöffnet. Als allererstes müssen wir eine Karte laden. Dafür klicken wir oben auf das kleine Icon. Da können wir auch die Größe der Karte einstellen. Um eine Karte laden zu können, müssen wir in Google Maps gehen. In Google Maps können wir dann rein und rausscrollen, bis wir den geeigneten Bildausschnitt haben für uns. Dann klicken wir oben auf den Link, kopieren den. Dann fügen wir ihn beim Route-Generator oben ein. Klicken auf OK. Oder klicken auf Go. Dann könnt ihr euch auch das Fenster ein bisschen größer ziehen, damit ihr besser sehen könnt. Und sagen wir mal, wir wollen eine Route machen von London nach Frankfurt am Main. Der Bildausschnitt ist jetzt so in Ordnung. Dann klicken wir unten auf OK. Dadurch können wir das Bild speichern. Geben wir ihm noch einen Namen. Und speichern. Nachdem alles gespeichert ist, können wir die eigentliche Route einzeichnen. Wir nehmen diesmal ein Flugzeug. Ihr könnt allerdings auch ein Auto aussuchen und ihr könnt da auch eigene Fahrzeuge einfügen später. Wir nehmen die Farbe Blau für unsere Route und nehmen wir einfach jetzt Pünktchen. Ja. Dann wählen wir unseren Startpunkt aus, klicken und klicken ein anderes Mal an den Schlusspunkt. Jetzt finde ich die Pünktchen allerdings ein bisschen klein, da kann ich die auch noch hinterher verändern. Zu Strichen. Und da kann ich auch die Größe noch einstellen. Unser Flugzeug ist ein bisschen schief. Dann können wir das auch drehen unter den Einstellungen. Und dann besteht nur. Der Bild kann auch noch die Größe ändern. Größer oder kleiner. Umso größer, umso pixeliger wird es allerdings. Ihr könnt euch noch die Vorschau anschauen und wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, dann könnt ihr alles abspeichern. Wer will, kann sich eine neue Mappe anlegen oder eine bereits vorhandene benutzen, Titel eingeben, speichern. Und dann wird alles in eine Videodatei umgewandelt. Nachdem unsere Videodatei fertig umgewandelt wurde, können wir in den Ordner gehen, wo wir eben das Video abgespeichert haben. Da sehen wir jetzt die ganzen einzelnen Bilder, die zu dem Video zusammengefügt wurden. Da können wir uns das Video auch anschauen. Und ich finde halt, dass die Karte sehr pixelig wirkt. Wir werden sie jetzt auch löschen. Wir erstellen ja gleich nochmal ein Video im Movie Maker aus den Bildern. Ich lösche auch immer den Ordner und das erste Bild. Muss man allerdings nicht machen, das kann man auch später noch im Movie Maker machen. Dann markiere ich alles. Und gehe in den Movie Maker. Dort rechts kann ich Bilder einfügen. Die ziehe ich mir jetzt einfach aus dem anderen Ordner rüber. Im Movie Maker kann man jetzt alle unsere Bilder sehen. Allerdings sind alle Bilder 7 Sekunden lang. Und das müssen wir verändern. Deshalb markieren wir alle Bilder. Und stellen die Anzeigezeit auf 0,05 und jetzt ging das Video von 29 Minuten auf ca. 12 Sekunden
runter. Ich glaube, die kürzeste Zeit sind 0,03 Sekunden. Darunter kann man nichts einstellen. Wenn wir mit unserem Ergebnis zufrieden sind, dann können wir das Ganze speichern oder auch publizieren. Wir können es zum Beispiel direkt hochladen auf YouTube oder speichern für den Computer. In meinem Fall will ich das Video auf meinem Computer abspeichern. Ich suche mir wieder einen Ordner aus. Gib einen Dateinamen ein und speichere das Ganze ab. Jetzt erstellt der Movie Maker mein Video und da kann ich mir auch gleich die Vorschau anschauen. Und damit ist unsere erste Reiseroute fertig. Die könnt ihr jetzt in jedem Video einfügen oder ihr könnt noch weitere erstellen.